Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Outlast 2. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht gleich. Ich habe erstmal das Spiel gestartet und dann die Aufnahme. Ich weiß nicht, ob das so intelligent war. Aber ja. Dann geht's jetzt weiter. Ich hoffe, es wird nicht zu gemein. Oh Gott, ich habe Angst. Bin ich hier erstmal safe? Bitte. Weil der Typ ist die ganze Zeit da. Und ich habe Angst. Ich hoffe, der kommt nicht hinterher. Oh mein Gott. Please not. Don't do this. Erstmal lesen. 7. Januar. Drei weitere wurden heute zu den Beulingen geschickt. Ich sage immer Beulingen. Ich glaube wegen Bilbo Beutlin oder so. Zu den Beulingen geschickt. Ihre Wunden waren zum Verbergen zu Fluorid. Zum Verbergen zu Fluorid? Hä? Okay. Verbergen zu Fluorid. Ich kann wahrscheinlich kein Deutsch, aber okay. Alle zusammen hatten 7 Kinder, welche Papa North in meine Obhut übergab. Ich habe nun über 40 Waisenkinder bei mir, welche mich verzweifelt lieben, wie nur ein Kind es kann. Welches von Eltern verlassen wurde, die es einst für so natürlich und selbstverständlich wie die aufgehende Sonne hielt. Und ich liebe sie, denn ich werde niemals selbst Kinder haben, doch habe so viel Liebe zu geben. Selbst wenn Gott sie verlässt, werde ich sie trösten und führen. Was bedeuten diese Träume? Okay. Wie auch immer du bist nicht Papa North, also, oh Gott. Okay, warte, erstmal hier. Kann ich hier noch irgendwas machen? Oh Gott, ich kann die Steuerung. Okay. Hallo, geht's dir gut? Du hängst hier nur so rum, ne? Oh Gott. Wow. 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 Ich bin nur vorgegangen. Also nur vorwärts. Egal. Ich kann das. Es tut mir leid. Ich habe gerade irgendwie sehr, plötzlich die Aufnahme gestartet, deswegen bin ich eigentlich noch gar nicht im Aufnehmen-Modus. Oh. Und meine Haare nerven. Ich lasse den Pony rauswachsen, deswegen. Oh. Es geht halt öfter mal so. Und es nervt, aber der Pony ist auch nervig, deswegen will ich einfach nur. Wenn ich mich runtersetze, ist es dann einfacher. Du wackel. Ah! Okay. Okay. Ich war noch nie so gut in sowas. Oh mein Gott, ich habe Höhenangst. Okay, okay. Ich brauche die Batterie dafür gerade. Bitte, geh geradeaus. Einfach nur geradeaus, ja? Danke, Spiel. Das war sehr nett von dir. Das habe ich gebraucht. Speichert. Oh Gott, muss ich jetzt wieder wegrennen? Wahrscheinlich die Tür, wo ich hätte durchgehen können und nicht hätte durchgehen können, weil sie zu ist. Macht das Sinn? Okay. Bitte nicht wieder irgendwelche Verfolgungen. Das ist ein bisschen störend hier, dass es einfach fast nur noch verfolgend ist. Was ist das? Hallo? Soll ich beten? Mutter? Amen. Okay. Puh. Geist Jesu, mach mich bereit. Vater North, leite meine Erlösung. Blut Jesu, gib mir von deinem Wein. Durch das getrennte Auge lass mich sehen. Engel des Herrn, leih mir dein Schwert. Gnädiger Jesus, erhöre mein Gebet. Heile mich in deinen Wunden, halte mich an dich. Schütze mich vor dieser Welt und bereite mich auf das Teufelsstunde,
in der Gemeinde Templegate, auf dass sich deine Schöpfung schütze, bis du mir Frieden schenkst. Amen. Ich bin heute echt sehr toll im Lesen und so. Oh, da mach ich wieder rein. Geil. Oh, und es ist auch rot. Blut. Okay, können wir die Punkte wegmachen? Bitte? Kannst du einmal so wischen? Folgt mir jetzt schon wieder einer? Nein, gut. Du bist jetzt aber kein Mensch, der mich verfolgen möchte, oder? Und wieso fliegt mir Dreck ins Gesicht? Hallo! Hallo? Fuck, was that? Ja, frag dich nicht. Das gehört hier zum guten Ton. Was ist hier so? Nee, ich will keinen anderen Weg. Hallo? Kann ich denn hier... Was nehme ich jetzt auf? Ich sehe zwar nichts, aber gut, ich nehme es einfach mal auf. Der Baum ist so schön. Und was genau sollte das jetzt? A teacher once told me that the music of birds was proof that God exists and loves us. Okay. Tote Vögel. Tote Vögel. Oh! Ich dachte, das wären Steine. Aber der Körper sieht auch aus wie ein Stein. Das muss man jetzt schon mal zugeben. Ich bin blind, aber verständlich blind oder so. Oh, das ist ein Auge. Ich weiß, ich muss da hoch, aber gibt es hier vielleicht irgendwas noch? Eine Batterie ist doch gut im Wasser, oder? Oder so Bandagen, die durchgeweicht sind. Um zu klettern. Ja, das mache ich doch schon die ganze Zeit. Schaffe ich das bis da? Kann ich hier? Nein. Ach, hier kann ich lang, ne? Okay, ich wollte schon springen. Das wäre mein Tod gewesen. Die Geräusche finde ich nicht gut. Klingt wie Vögel, aber ich dachte, die sind hier alle tot. Okay. Geronimo! Aua. Tut mir leid. Was ist dieses Geräusch? Und hier? Wo muss ich jetzt hin? Kann ich hier hoch? Nein. Muss ich hier hoch? Ah, hier. Was war das? Und wie immer rutscht er rum, als wäre er, ich weiß nicht was. Von da bin ich jetzt runtergerutscht. Okay. Da komme ich scheinbar auch nicht mehr hoch. Wie viele Batterien habe ich denn noch? There's gotta be a way back to the village. 6 Stück. Kann man 10 tragen, wie sonst auch? Und wieso habe ich nur noch 2 Verbände? Und ich habe die ganze Zeit ein Haar auf der Nase. Nicht Aufnahmen ansehen, nein, nein. Genau. Lass mich sehen, wo ich hingehe, bitte. Es kann nur eklig sein, wo ich hinkomme. Oh. Hi! He said she did it to herself. He said he was protecting you. Okay, jetzt muss ich mir nochmal angucken. He said she did it to herself. He said he was protecting you. Wer hat was gesagt? Hä? Ich verstehe dich nicht. Ja. No, no. Some kind of heretic temple. Ja, die Heretiker wurden ja verbrannt, scheinbar.
Bitte seid lieb, ja? Ich möchte nette Menschen treffen, die nicht gleich sterben. Oh, ne. Ich finde sie eigentlich ganz angenehm. Oh, danke schön. Danke, das ist echt lieb von dir, kleiner Mann. Okay, da muss ich wieder hinspringen, ja? Oh, nö. Bitte niemand. Ich hab mal Angst, dass ich irgendein Dings auslöse. Dass dann einer hinter mir ist. Die Musik ist zu leise. Und es speichert. Das ist nie gut. Das ist echt nicht gut. Aber ich kann das. Irgendwie so eine Hassliebe. Und gleich rennt mir irgendwas mit einer Glocke hinterher. Vielleicht Outlast ist einfach nur eine Hassliebe. Einerseits liebt man diese Dinge und andererseits hasst man sie. Und oh Gott, ich will da nicht raustreten. Hi. Ach, ich bin noch gar nicht draußen. Die Musik ist echt nicht gut. Also, die ist so wenig vorhanden. Blöd? Habe ich das als Einzige gesehen? Nee, oder? Das war. Da hing gerade eine Frau dran, oder? Hängt sie jetzt wieder? Nein. That has to be the chapel. Ups, Entschuldigung. Aber ich liebe euren Gott, glaube ich, nicht. The chapel. I can see the chapel. How far did this go? A feeling in my teeth like the sound of scissors. Okay. Ganz ehrlich, kann er nicht diese Martha nehmen? Die kann sich wenigstens selbst verteidigen. Oh Gott. Ich will da nicht wieder zurück. Martha hasst mich. Ich weiß es. Wo? Okay. Da geht's weiter. Kann ich da auch hoch? Ich will gucken. Ich will gucken, was mich erwartet. Ich will es sehen. Oh, das Wasser. Ich dachte schon, da bewegt sich einer. Okay. Ich will nicht. Wirklich, ich will nicht. Hallo? 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 Darf ich? Klopf, klopf. Klopf, klopf. Klopf, klopf. Was? Was? Was war das? Oh Gott. Ich raus. Wie ein Frosch im Hals. Okay. 9. März. Noch mehr tote Kinder.
Noth sagt, in solchem Kindermord sei keine Sünde, denn sie alle sind Krieger in der Armee des Herrn. Märtyrer, die im Kampf gegen den Erzdämon gefallen sind. All die Kinder mit geöffneter Kehle und verbranntem Fleisch werden im Paradies auf uns warten. Papa Noth sagt auch, dass unsere Sünden uns in unseren Träumen finden. Unsere Sünden finden uns in unseren Träumen. Doch meine Träume sind nichts als der Mord an meinen Kindern. Und ich erwache, lachend, erregt und oft feucht von der Lust im Schlafe. Du bist erregt davon, dass du von deinen Kindern träumst, die du tötest, okay? Ich erwachte heute im Glauben, vom Blut aus dem Hals eines Kindes benetzt zu sein. Doch die Nässe war meine eigene. Die anderen haben ähnliche Träume. Wir gruben einen Tunnel. Digga. Damit wir uns heimlich treffen können. Wir versammeln uns und teilen unsere Vision und suchen nach ihrem Sinn. Ihrem Sinn, bitte. Ich spüre die Nachricht mehr und mehr. Doch sie ist nicht heilig. Ich frage mich immer, ob das ist wie bei dem einen, der einfach kein Deutsch kann. Also nicht schreiben konnte. Ich meine, Deutsch ist es ja nicht, aber... Oder ob das einfach doof übersetzt wurde. Hallo, Püppchen. Oh, wie gern wäre ich jetzt bei Fluch der Karibik und nicht hier. Sieht irgendwie so komisch aus. Die sehen rot angemalt aus. Ups. Aufsperren und öffnen. Will ich das denn öffnen? Ich mache gern das Licht aus, weil ich dann sehe, ob da irgendjemand mit einer Taschenlampe ist. Okay. Die Bibel. Hä? Okay, ist dunkel. Was? Okay. Mich hat niemand irgendwas machen lassen. Hier war irgendwas. Kann ich schieben, ne? Ah, okay. Das war das Einzige, was noch sein konnte. Sullivan. Papa, Ezekiel, Lügner, Scharlatan, Tempel der Gicht. Süchtiger, Feigling, Vergewaltiger, Kindermörder. Ich bin fort und ich nahm mit mir den Mut, die Wahrheit zu sehen. Und irgendwie habe ich... Ich muss mal was trinken. Entschuldigung. Komm zu uns, jage uns. Wir warten nur darauf, jeden Einzelnen, den du auf den Berg schickst, zu töten und zu ficken. Hey, das hatten wir doch schon. Warte mal. The chapel. Somebody there will know where they've taken Lynn. Okay, dann hatten wir es scheinbar noch nicht. Ich hasse dich nicht. Könnte Jesus den Täufer hassen, weil er Jude ist? Ohne die Jahre deiner Ignoranz, deiner dreckigen Lügen, hätte ich meine wahre Sicht nicht gefunden. Ich hätte nicht den Mut gehabt, die Wahrheit zu suchen, wäre ich nicht von der Wut über deine Unwahrheiten getrieben. Dein Gott ist der Aberglaube eines Kindes. Dein Glaube ist eine Peinlichkeit. Die Zeichen des wahren Vaters waren vor dir, vor uns allen. Und du, aufgeblasen, naiv, zu dumm zum Atmen, dachtest, diese Visionen wären die Strafe eines entzürnten Gottes. Dein Gott hat Angst, denn dein Gott ist kein Gott. Dein Gott ist dein Ego, verwundbar und falsch. Welch Schmach. Mein Gott ist kein Gott, aber er ist wahr. Und er ist hier in jedem Moment der Ekstase. Und sein Kind wird diese Welt ficken und in ewige Herrlichkeit reißen. Ich bitte dich nicht, dich uns anzuschließen. Ich sage dir, du wirst dich uns anschließen, denn unsere Liebe ist größer, als du es dir je vorstellen könntest. Well. Okay. Es gab also diesen Machtkampf zwischen Val und Papa Noth, oder? Und Val war die eine da, die uns abgeleckt hat. Ah, es geht also nicht in die Richtung, sondern in die Richtung. Natürlich. Es wäre auch kein Spiel, wenn es nicht genau in eine Richtung gehen müsste. Hallo, Geist, seid ihr da oder eher nicht?
Oh. Na super. Speichert. Na danke. Ich gehe jetzt einfach mal lang. Notfalls renne ich und schaue, wo ich hin. Das könnte ein Elevator sein. Es ist da oben, nicht wahr? Ja, könnte ein Elevator sein. Angenehm hier zu sein. Ich mag euch nicht, ich gehe. Ist hier irgendwas? Hier leuchtet nichts. Ich muss es jetzt ein bisschen schneller machen. Ich muss Batterien sparen. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Nirgendwo gut ist, okay. Ich will da nicht durchlaufen müssen. Darf ich da durch? Es wäre nett, eine Batterie zu finden. Ich würde mich wirklich freuen. Was steht da? Horse to Saturn. Ich finde die Schränke hier nicht gut, wenn ich ehrlich bin. Was ist da drin? Ich weiß nicht, ob die mir was tun. Ich meine, die haben alle Waffen in der Hand, deswegen glaube ich, dass sie dafür da sind, mir was zu tun, aber... Kann ich hier rüber? Wie kann ich mich denn runterfallen lassen? Kann ich mich denn runterfallen lassen? Rejoice. Revel in the ecstasy of the Lord. The sins of thine are bound up. Ja, ich bin ganz deiner Meinung, Vibe. Ich finde dich auch super. But it is joyous all. We are in the sorrows of a travailing woman. From this Abba is a place of breaking forth of yes, the children of hell, but also Jeez. The opportunity of our salvation. God is great and not is his prophet, and not the ransom, the power of the brave, not the Ich glaube, die mit den Taschenlampen sind nicht gut. Die ohne die Taschenlampen müssen dann eigentlich ganz okay sein, so. Dass sie mich nur angreifen, wenn ich zu nah bin. Hi! Bitte lächeln! Es wäre nur gut zu wissen, wo ich denn genau hin muss. Muss ich da rein oder da lang? Muss ich in die Scheune? Du siehst gruselig aus. Sieht echt gruselig aus. Oh Gott. Ich war, also wenn ich halt wüsste, wo ich hin muss, dann wüsste ich, ob ich jetzt in das Haus gehe oder dahin. Aber ich gehe jetzt, glaube ich, erstmal ins Haus rein. Oh, toll.
Okay. Muss ich vielleicht da rein? Wenn ich wüsste, was ich tun sollte, wäre ich auch schon schlauer. Oh. Wo bist du denn jetzt? Ich habe dein Licht gesehen. Hier bist du. Du guckst aber nicht hier rein, ja?